Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Bayonetta 3. Im letzten Part haben wir das 7. Kapitel Brennend heißer Sand abgeschlossen. Wir haben da herausgefunden, dass Strider in Wahrheit Luca ist und Viola hat sich auch in irgendeine andere komische Form verwandelt. Keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Jetzt in diesem Part werden wir auf jeden Fall mit Kapitel 8 anfangen, aber ich will auch nochmal Kapitel 7 spielen, um noch die eine Blutsträhne nachzuholen, die mir fehlt und auch eventuell andere Dinge, die ich verpasst habe, damit wir auch das Bonuskapitel spielen können. Mit Kapitel 8 will ich aber trotzdem anfangen, also wir haben einiges zu tun heute, deswegen legen wir am besten direkt mal los. Ach ja, und ich habe vergessen, euch die Intro-Cutscene für Kapitel 7 zu zeigen. Die habe ich versehentlich rausgeschnitten vor ein paar Parts, sorry. Aber ich kann sie jetzt nochmal zeigen. Das ist... Glad Bayonetta wasn't here to see that. You've only got 9 lives, Kitty. That wolf dude's here too? Better find Luca quick. Ja, Luca ist dieses Wolfding. Aber gut, dann werde ich gleich mal gucken, was ich hier so verpasst habe. Wenn man zum Beispiel direkt vom Start aus rechts nach oben geht, die Klippen, dann kommt man hier noch zu einem Collectible. Achso, und eine Sache übrigens, wenn ich in der Luft springe und dann nochmal springe, hat sie ja früher immer ihren Enterhaken-Move gemacht und jetzt macht Viola stattdessen das hier. Liegt wahrscheinlich an ihrer komischen neuen Form. Ich weiß aber nicht, ob ich irgendwie da jetzt auch noch in anderer Form darauf Zugriff habe oder so. Warte mal ganz kurz, habe ich jetzt hier irgendwas Neues? Bei ihrem Skilltree vielleicht? Ja, ich glaube, ich kann darauf noch nicht zugreifen, oder? Auf ihre andere coole Form. Da würde ich aber gerne. Eigentlich, das ist alles nur für Bayonetta. Andere Waffe habe ich auch nur die, nee. Ich bin mir nicht sicher, ob noch irgendwas anderes an ihrem Moveset jetzt auch verändert wurde. Jetzt, da wir ihre andere Form da gesehen haben. Ich merke bisher ansonsten keinen Unterschied. Aber wenn ich noch irgendwas bemerke, dann werde ich euch das auch mal zeigen. Oh, okay. Es gibt hier bei dem Abschnitt, wo man mit Cheshire spielt, noch weitere geheime Dinge, die man ausgraben kann. Nicht nur das Wasser. Zum Beispiel hier relativ am Anfang von dem großen Abschnitt ist eine Truhe. Mit einem Hexenherz sogar. Okay. Yay, und einen Gegner habe ich auch noch ausgegraben. Super. Ah, das gibt sogar auch ein Hexenwerk, wenn man alle verborgenen Schätze findet. Okay, also ich habe da alle gefunden. Gut. Okay, und jetzt bin ich bei dem Abschnitt mit dem ganzen Treibsand. Und hier hinter diesem Sandfall oder so, da habe ich noch eine Truhe. Glaube ich übersehen. Ich glaube, die haben wir uns nicht mitgenommen, wo wir das Kapitel gespielt haben. Okay, ist eh nichts Wichtiges drin, aber trotzdem. Ich glaube, hier hinten war ich allgemein nicht. Ich bin da direkt zu dem Sandfall hingegangen. Oder zu dem Treibsand, meine ich. Und eben nicht hinter diesen Sandfällen. Da habe ich nicht nachgeschaut. Das kann ich aber jetzt noch machen. Ich kann hier nämlich noch höher. Aber ja, ich glaube, ja, okay, aber hier oben war ich dann schon mal. Okay, okay. Aber hier ist doch noch was. Ah! Das war ja eigentlich der Grund, warum ich das Kapitel nochmal neu gespielt habe. Wegen der Kröte, die ist nämlich auch hier. Okay. Mhm. Genau, hier war gerade eben die Truhe, die wir uns geholt haben. Und da direkt daneben quasi ist dann die Kröte. Okay, sehr schön. Okay, und sonst habe ich nichts anderes mehr gefunden.
Ja, aber vor allem die Blutsträhne haben wir ja mitgenommen, deswegen können wir gleich das Bonuskapitel spielen. Bei ein paar Versen habe ich mich auch verbessern können und da Platin erhalten, aber insgesamt trotzdem immer noch Goldtrophäe. Aber irgendwann werde ich dann auch die ganzen rein Platin-Trophäen nachholen. So, aber jetzt geht's erstmal weiter mit dem Bonuskapitel. Ich könnte das sogar jetzt vielleicht nochmal Viola auch austesten. Oder doch Bayonetta. Im nächsten Kapitel werde ich ja wahrscheinlich wieder Bayonetta haben, würde ich mal schätzen. Wir gucken mal. Ich darf es mir ja wieder aussuchen, oder? Ja. Ich nehme sogar mal Viola. Weil im achten Kapitel werden wir dann wahrscheinlich Bayonetta haben. Ja. Sehr schön. Ich bin mir nämlich immer noch nicht ganz sicher, was das jetzt für Auswirkungen hat, dass sie ihre andere komische Form da hat. Das habe ich immer noch nicht ganz verstanden. Weil ja, ich kann jetzt halt hier so fliegen. Ich finde sogar das hier schlechter. Da mochte ich sogar ihren Enterhaken-Move lieber. Da hat sie mehr Speed aufbauen können als mit dem hier. Also kann ich das auch wieder wechseln und den alten wieder haben? Wahrscheinlich nicht, oder? Den hätte ich sogar eigentlich gerne. Aber naja. So, ich muss hier Sachen einsammeln. Okay. Die wieder überall verstreut sind. Mhm. Das war auch wirklich ein ziemlich langes Kapitel. Und deswegen gibt es hier einige verschiedene Orte. Und ich meine, hier in der Wüste war man ja sogar nicht mal das ganze Kapitel lang. Man hat ja am Anfang wieder bei dem einen Thule-Dingsbums da gestartet, oder wie das heißt. Und deswegen wirklich ein sehr, 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 sehr großes Kapitel. So. Ach komm, das habe ich doch gehört. Komm jetzt. So, ich will nur wieder nach oben zurück, weil da oben ist doch noch eins, oder? Vielleicht. Ja, nee, okay, die anderen sind sogar alle unten hier. Ja, ich glaube, ich mache das in einer ziemlich dummen Reihenfolge, kann das sein? Ja, das ist dumm, weil ich sollte... Genau, ich sollte, glaube ich, zuerst wirklich mir das hier mitnehmen und dann eben nach unten springen. Und dann wahrscheinlich das hier und dann die anderen drei, die noch fehlen. Glaube ich. So, mal kurz landen. Okay. Und weiter geht's. Aber es wird bestimmt auch gleich dann ein Kampf kommen. Mindestens eins von den Dingern wird mit Sicherheit bewacht. Vielleicht das hier? Ja, wusste es doch. Okay, dann Hallöchen. So, ein großer. Ja, Cheshire, hilf mir gleich mal. Okay. Bam. Ja, jetzt ist Cheshire auch wieder weg. War das nicht richtig? Ja, mach Cheshire gleich wieder, komm. Zack. Vor allem das Wichtige ist halt auch, wenn Cheshire draußen ist... Ach Mann, ist das nervig. Wenn Cheshire draußen ist, dann kann ich halt auch eventuell Folterangriffe machen. Und die machen halt immer nochmal richtig ordentlich Schaden. Und vor allem, das ist halt ziemlich wichtig. Aber jetzt ist Cheshire erstmal tot. Okay. Sorry, Cheshire. Aber ich werde schon auch so klar kommen. Komm. Ja, ich hab doch geblockt. Du Arsch. Aber ich könnte Cheshire sogar jetzt schon wieder rausbringen. Boah, das ist ja mega nervig. Hör doch mal auf mit deinem Kack-Schreibmove da. So. Kommen wir jetzt einen Folterangriff vielleicht hin? Wenn Cheshire ordentlich draufhaut. Oh! Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Move überhaupt ablocken kann, oder? Kann ich eventuell gar nicht. Aber jetzt ist er wenigstens die Leiste ist gleich weg, die nächste. Okay, sehr schön. Rums, wunderbar. Und nochmal. Ja, das ist dann gar nicht mal so einfach, die Mission. Vor allem, wenn da noch mehr Kämpfe kommen, dann wird es sehr, sehr schwer. Ich hoffe mal, dass das der einzige Kampf ist. Sonst habe ich ein Problem. So, okay. Genau. So. Ja, der eine ist halt über 300 Meter weg. Das könnte tatsächlich noch ein bisschen eng werden. Also... im Prinzip, selbst wenn kein Kampf mehr kommt, könnte es ein bisschen eng werden. Und wenn noch einer kommt, dann wird es sehr, 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 sehr eng. Also ich hoffe mal nicht. Oh nein, und ich darf auch nicht in den Treibsand geraten. Das kostet nur noch mehr Zeit. Okay. Ich meine, hier für den Abschnitt ist jetzt ihr Flugmove schon ein bisschen besser, weil ich halt... Bin ich eigentlich dumm? Weil ich halt da viel gezielter springen kann, obwohl ich trotzdem immer im Treibsand lande. Aber da kann ich dennoch viel gezielter springen und landen vor allem mit dem Move hier. Aber ich mochte trotzdem so insgesamt so rein movementmäßig ihren anderen Enterhaken-Move lieber. Weil sie da halt irgendwie mehr Schwung aufbauen konnte. Das fand ich nice. Komm schon.
Okay. So, eins nur noch. Aber das ist halt auch so das Letzte, was man einsammelt wahrscheinlich. Deswegen, da könnte auch nochmal ein Kampf kommen. Und ich habe dann nur noch 30 Sekunden für den Kampf Zeit. Das würde dann eng werden. Ist hier einer? Nein, okay. Dann geht's. Mhm. Mondperle. Sehr schön. Schaden war sogar am besten, dass ich das noch erleben darf. Okay. Ja, vor allem in den Bonuskapiteln ist es beim ersten Mal spielen nicht einfach, bei der Zeit vor allem, sich gut anzustellen, finde ich. Weil beim ersten Mal muss man halt erstmal gucken, wo die... Ja, ist gut, Luca. Muss man halt erstmal gucken, wo die Sachen verteilt sind, die man finden muss oder die man machen muss in dem Kapitel. Und da braucht man erstmal den ersten Versuch, um das auszuchecken. Und dann erst im zweiten kann man wirklich versuchen, das auch schnell und gezielt zu machen, würde ich sagen. Gut, aber dann haben wir noch Zeit für Kapitel 8. Ein quakender Chor. Los geht's. Okay. Gar kein langes Gequatsche, es geht direkt los. Erstmal zurücklaufen. Tut, tut. Oder zurückfahren. Genau, jetzt kann man auch den Zug nämlich ein bisschen mehr austesten. Was hat der eigentlich für Movement? Was ist da, wenn ich in der Luft das mache? Okay, dann macht er so einen Dash nach vorne. Wo ich auch noch frei mich bewegen kann. Okay, also nach oben komme ich mit dem Zug nicht wirklich gut. Aber horizontal kann ich sehr, sehr viel Strecke zurücklegen. Auch in der Luft. Okay. Tut, tut. So blöd. Oh Mann, ey. So, und das nächste offene Areal. Für Bayonetta dieses Mal. Ich finde die Wüste wirklich bisher ziemlich cool. Hier gibt es wirklich einiges zu entdecken. Jetzt hier so ein kleines Oasengebiet oder auch zum Beispiel der Tempel, den wir im letzten Kapitel gefunden haben. Das ist ziemlich nice alles. Schicker Turm. Castellanus! Der ist doch krasser, als ich dachte. Tut, tut! Schieß mal ein bisschen ab. Ja, da ist wieder irgendeine Druckwelle, die mich davon abhält, hinzukommen. Wir haben ja schon mal so einen Turm, glaube ich, besiegt, oder? Mach mal dann den Dämonen-Action. Mach mal die Explosion einfach gleich, warum nicht? Finde ich immer gut eigentlich. Rums! Ja, hab gleich mal irgendwie drei Körperteile gekillt oder so. Ist ganz nice. Gomorra! Okay, ja, ich glaube, ich muss hier... mit Dämonen auch ein bisschen arbeiten. So, jetzt wieder ausweichen, nicht mehr blocken. Ist jetzt wieder ungewohnt, weil das habe ich viel mit Viola in letzter Zeit gespielt. Muss ich erst wieder auf Bayonetta klarkommen. Zack, zack, zack. Sehr schön. Ja, die halten aber irgendwie viel aus, die Gegner, oder? Kann das sein? So. Okay. So, jetzt kommt Mora wieder. Los geht's. Mach ein paar Körperteile weg. Sehr schön. Foltern, foltern. Mhm, nice. Ja, du musst schon noch treffen. Ja, ich mach mal zurück kurz. Machen wir eh wieder die Spinne vielleicht. Und mal kurz Explosion wieder. Jetzt, wo sie wieder da ist. Rums. Wunderbar. Dann machen wir den Zug. Das ist eigentlich hier auch ganz gut bei einem stationären Gegner. Kann ich ein bisschen hier im Kreis fahren ein paar Mal und den immer treffen. Okay, und los. Tut, tut. Tut, tut. Doppelzug-Action. Ich hab sogar ein Achievement. Aber jetzt ist meine Magie so ziemlich weg. Jetzt muss ich ein bisschen alleine kämpfen. Na, shit.
Ich finde es aber interessant, dass wir viele von den Gegnern teilweise schon kennen. Aus den Bonuskapiteln, glaube ich, weil da kommen die Gegner schon früher vor teilweise, als sie hier dann vorgestellt werden. In den eigentlichen Hauptkapiteln. Aber na gut. Boom! Yay! So, dann kommen wir mal nochmal. Los geht's. Und ich greife währenddessen auch mit an. Beide gemeinsam! Sehr schön. Ja, jetzt kann ich auch das Timing schon ein bisschen besser beim Ausweichen, weil ich den halt schon kannte, den Gegner. Okay. Lief ganz okay. Da ist ein Bonuskapitel? Nee, gar nicht wahr. Princess, you must not follow. Is that John? And Princess, you must be joking. Ja, natürlich kommt hier in dem Kapitel auch wieder irgendeine Bayonetta vor. Und die ist dann die Prinzessin hier. Und das gerade war die Sean aus diesem Universum. Interessant. Halt! Ich habe was gehört. Hört ihr es auch? Oh. Da hat er mich verarscht! Was ist für eine Kacke? Ist hier wirklich nix? Das ist ja richtig dumm. Ich war mir sicher, dass das schon die Kröte wäre. Die Blutsträhne halt für die Kröte. Aber nee, ist da einfach eine ganz normale Kröte. So eine Kacke. Hm, okay. Da wurde ich ein bisschen reingelegt. Wo muss ich eigentlich hin? 500 Meter weg. Okay, dann haben wir erstmal hier in dem Areal jetzt einiges zu erkunden. Das ist ja richtig fies. Die sind ja überall. Ich würde eigentlich schätzen, dass die Blutsträhne hier auch irgendwo ist. Und dass die sich quasi tarnt unter den ganzen anderen Kröten. Also ich kann mich diesmal nicht auf mein Gehör verlassen. Ich muss sie wirklich entdecken. Hm. Das ist ja richtig blöd. Aber gut, erstmal ist hier eine Truhe. Mhm. Soll ich jetzt dafür wirklich den Zug nehmen? Ja, da wäre Spinne schon viel, viel besser. Weil der Zug kann ja eben nicht so gut an Höhe gewinnen. Oder ich nehme mal zumindest hier... ja, aber der ist eigentlich auch nicht so gut, ne? Ja, ich habe hier zwei Waffen gerade ausgerüstet, die für Movement in der Luft irgendwie ziemlich kacke sind. Der kommt halt auch sehr weit, aber halt nicht wirklich hoch. Okay, das reicht. Und der letzte ist... Komm, komm, komm! Nein, ich habe ihn doch erwischt! Ach komm. Ja, okay, ich wechsle die Waffen. Nehmen wir mal wieder Around und die Peitsche. Das ist ja ganz okay, finde ich. Das sollte funktionieren. So, zack. Ja, komm. Aber ist schon trotzdem nicht so einfach, tatsächlich, diese Challenge hier, weil das nicht ganz so viel Zeit ist, die man diesmal hat. Aber geht schon trotzdem. So, jetzt Plattform machen. Perfekt. Und hoch. Gut. Mhm. Aha. Eine vollständige Mondperle. Nice. Mhm. Machen wir am besten gleich, würde ich sagen. So, jetzt nochmal ganz kurz. War das jetzt eine Mondperle für Bayonetta oder für... Viola. Für Viola, richtig? Genau, weil Bayonetta hat schon ihre maximale Magie. Also zumindest durch Mondperlen, die ich hier so in den Leveln finden kann. Das war jetzt eine für Viola, oder? Zwei von... Ich glaube schon, ja. Das kann ich mal einfach schnell machen übrigens. Das mache ich ja immer sofort eigentlich. Ja. Wenn ich dann wieder mit Viola spiele, dann hat sie gleich mehr Magie. Okay. So, mit Bayonetta habe ich jetzt noch ein Hexenherz übrig. Okay, wo ich mich dann heilen könnte, wenn ich das brauche. Okay. Aber brauche ich natürlich nicht. Als ob ich Schaden nehmen würde. Auf gar keinen Fall. Okay, da oben. Ja, ich glaube eigentlich, da kann ich nicht hin. Ich glaube, das ist zu hoch tatsächlich. Obwohl hier. Ne, da kann ich auch nicht hin. Ja, obwohl aber die Blumen zeigen mir das an, dass ich da vielleicht hoch kann. Dann probiere ich es doch mal kurz. Moment. Da wäre die Spinne halt mit Abstand am einfachsten. Aber mit Allround dürfte es, glaube ich, auch gehen. Mit extra Plattform machen. Ja, geht. Aha, hier ist doch was. Gibt sogar ein Achievement auch. Yay. Und da... Na, das wollte ich gar nicht. Moment. Komme ich da auch noch hin? Ja. Hier ist... Aber nichts. Okay, passt. Aber wir haben ja da jetzt oben schon was gefunden. Achievement sogar und Collectible. Passt also.
So, die Challenge natürlich, die ich da hinten immer gesehen habe, die machen wir auch gleich noch. Ich denke sogar, wir werden erst im nächsten Part dann den richtigen Weg gehen können, weil es noch hier zu viel anderes Zeug zu erkunden gibt. Da unten dann, genau, diesen Pfad. Weil hier ist nämlich noch zu... Oh, hier ist ja mega viel Zeug. Und da hinten ist noch ein Engelskampf. Eieieiei. Machen wir erstmal jetzt die Challenge. Die habe ich ja schon oft gesehen von hier aus, genau. So, begrenzte Zeit und heikles Terrain haben wir. Okay. Heikles Terrain, also irgendwie Lava oder so. Oder vielleicht der Treibsand wieder. Das könnte ich mir vorstellen. Und dass ich da trotzdem Gegner besiegen muss und klarkommen muss. Aber das wird schon. Ich fahre sie einfach alle kaputt. Tut, tut. So. Mhm. Aber ich sehe noch kein heikles Terrain. Vielleicht stimmt es ja auch doch nicht. Achso, doch, jetzt check ich es. Okay, weil... Ah, okay. Ja, stimmt, sowas hatten wir, glaube ich, sogar schon mal, oder? Da ist auf jeden Fall Wind, der mich halt da nach hinten pustet. Ja, da ist dann auch Dämon wahrscheinlich schlecht. Ja, da ist Dämon schlecht. Hm. Weil, wenn ich einen Dämon draußen habe, muss ich ja tanzen mit Bayonetta. Und dann kann ich nicht mehr... Ich sollte nicht springen. Okay. Dann kann ich nicht mehr... nicht mehr hier nach vorne gehen. Dann werde ich da immer eingesogen. Oh Mann, ist das nervig. Okay, da muss ich mir was Besseres überlegen. Ich habe das Gefühl, dass es da eine ziemlich leichte Taktik gibt. Ich muss nur drauf kommen. Also wieder Explosion zum Beispiel wäre gut. Ich kann auch mal austesten, wie es ist, wenn ich hier den Zug benutze als Dämon. Ob ich da vielleicht den rausholen kann und ich aber stillstehen kann währenddessen. Warte mal ganz kurz, das will ich mal testen. Bin ich da jetzt davon betroffen? Von dem Wind? Ich glaube, Bayonetta bewegt sich ein bisschen nach vorne, aber nicht wirklich weit. Also ich kann da währenddessen den jetzt ein bisschen cruisen lassen und Gegner besiegen. Okay, mach mal. Okay. Aber ich komme halt leider kaum dazu, irgendwie selber Angriffe zu machen. Okay, das reicht, glaube ich, schon. Ja, komm, geh nach vorne. Ah, ich habe mich doch nach vorne bewegt. Mann. Ich glaube, der Zug hier sogar als Waffe ist auch nicht perfekt, weil der ist nämlich gar nicht so schnell, so, tatsächlich. Ich glaube sogar, da bin ich so schneller, oder? Naja, geht so. Ich komme aber ein bisschen nach vorne. Immer wieder. So, und sobald ich genügend Platz gemacht habe... Warte mal, am besten noch Hexenzeit. Okay, so jetzt Zug. Und jetzt killt das Ding. Okay. Gut. Also ja, nicht ganz so einfach, aber das ist sogar eher eine Art Rätsel gewesen, fast schon, weil man da eben drauf kommen musste, wie man das am besten machen soll. Für Reinplatin muss ich mir noch was anderes überlegen, weil da war jetzt die Combo viel zu schlecht. Da muss ich dann vielleicht doch selber ein bisschen aktiver kämpfen. Aber das ist wirklich eher eine Frage, welche Waffe und welche Dämonen man da mitnimmt. Und wenn man die richtige Auswahl hat, dann geht es, glaube ich, schon. Und die Auswahl, die ich jetzt hatte, die war auch zum einfachen Schaffen ganz gut, würde ich sagen. Aber eben noch nicht für Reinplatin. Da muss ich mir dann auch irgendwas anderes einfallen lassen. Aber gut. Tut, tut. Okay. Dann machen wir jetzt mal noch den Engel... Moment, oder ist hier noch was anderes? Hier drin? Ja, so ein bisschen... Sachen hier, oder sonst nichts. Kann ich die Säulen kaputt hauen? Kann ich sogar. Stürzt es dann ein das Gebäude? Moment. Das muss ich kurz austesten. Das ist bestimmt eine schlaue Idee. Eine noch. Hallo. Nee, schade eigentlich. Okay, so jetzt auf jeden Fall den Engelkampf. Den machen wir auch noch. Jupp. Ich halte schon mal meine Spinne bereit. Los. Rums! You've been naughty. Oh, das sind Grace und Glory übrigens. Jetzt sehe ich erst. Das sind, oh Gott, das sind die schlimmsten Gegner aus Bayonetta 1. Ah, fuck! Die sind sehr, sehr stark. Super schnell. Schwierig, ihren Angriffen auszuweichen und sie zu treffen. Das sind wirklich keine einfachen Gegner. Okay, jetzt. Sehr gut. Los. Wunderbar.
Yay! All aboard! Und stirb. Okay, aber lief ganz gut. Wo ich zum ersten Mal in Bayonetta 1 gegen die kämpfen musste, da habe ich mich deutlich schlechter angestellt. Da habe ich keinen Platin bekommen, glaube ich. Okay. So, ich höre mehr Kröten. Ich höre sogar viele Kröten auf einmal. Ist hier vielleicht? Ah, okay. Ja, dann war das doch sogar so ein kleiner Hinweis. Weil hier wirklich sehr viele Kröten auf einmal waren. Mhm. Und hier war dann auch die eine, die ich gesucht habe. Aber trotzdem lustiges Rätsel irgendwie, dass hier überall auch noch andere Kröten vorkamen und dass man sich nicht, wie ansonsten, auf das Gehör verlassen konnte. Okay. Dann will ich mal hier auch noch nach oben gucken. So, man kann wirklich ultra hochkommen mit den Plattformen, die man sich machen kann mit Iron. Da könnte ich auch noch hin. Ui. Aber... Ne, da geht die Kamera sogar nicht mit. Dann ist... Aber da oben. Das habe ich gesehen. Mhm. So, zack. Okay, ein paar Halos. So, genau, hier habe ich immer noch gesehen, da ist genau, da ist noch ein Gang, der noch irgendwo ganz woanders hinführt. Also, sehr viel gibt es hier zu tun. Das ist... Ah ne, ist wieder so ein Ding. Okay. Ah, ich bin noch ausgewichen, komm. Bam. Mhm. So, dann mal gucken, was können wir hier zurückdrehen. Okay, so eine Statue. Wo will ich denn eigentlich dann hin, ist die Frage. Ich dreh doch. Zeit vorlaufen will ich doch jetzt wieder machen, oder? Genau, ja. Ich weiß gar nicht, wo ich hin will eigentlich. Also da hinten rauf vielleicht, oder? Ich probiere es mal so, ich bin mir jetzt irgendwie hier unsicher. Hier auf dem Sand kann ich ja jetzt wieder laufen, weil die Zeit ja gerade anhält und so. Ich bin halt so lahm, leider. Oder ist da in der Statue was drin? Ich check irgendwie nicht, wo ich hin muss. Okay, schon da ganz nach hinten, oder wie? Aber wie soll ich denn das schaffen? Na, jetzt bin ich ja auch in dem Treibsand. Oh, das ist jetzt ungünstig. Aber dafür sehe ich da hinten die Katze, ist es, glaube ich. Oder Krähe. Eins von beiden auf jeden Fall. Nicht untergehen, Bayonetta. Kann ich auch durch den Boden durchklippen? Vielleicht kann man sogar auch gar nicht hier... Ertrinken, sagt man da? Nee, versinken. Ertrinken, sagt man, glaube ich, nicht. Ja, eigentlich wollte ich ja hier noch. Jetzt bin ich ja sogar zu weit. Ich will hier noch gar nicht hin. Ich will das erst im nächsten Part machen. Ich will, aber ich gehe nochmal kurz nach oben zurück. Zu der Zeitumkehrstelle, weil ich will mir das nochmal angucken. Okay, ich glaube, jetzt habe ich verstanden, wie es funktioniert. Ist aber nicht so einfach. Weil gerade eben habe ich es ja auch auf eine von den Plattformen rauf geschafft. Und dann wurde die Zeit wieder normal. Und dann ist Bayonetta noch so ein bisschen mit der Plattform mitgefahren, quasi. Und man muss die Plattform finden, die da nach hinten jetzt dann gleich fahren wird. Und das ist diese hier, das ist das Kopfteil. Oder halt der Hut oder so, glaube ich, gewesen von der Statue, glaube ich. Aber ja, auf jeden Fall, da will ich rauf. Jetzt endet die Zeit gleich und jetzt dann gleich fährt die da nach hinten zu dem Collectible. Genau, so ist es gedacht. Okay, muss man schon ein bisschen nachdenken. Und da hinten ist sogar noch eines. Wo bin ich jetzt eigentlich? What the fuck? Kann ich das jetzt erreichen mit Zug und Around? Ja, wird schon gehen. Hoffe ich mal. Ja, wo ist die Plattform? Warum war die Plattform jetzt nicht da? Ach Mann, ey. Oh, es ist nervig alles. Jetzt, wie komme ich jetzt hier raus vor allem? Das gibt's ja gar nicht. Okay, ich mach's dieses Mal mit der Spinne.
Aber das ist schon trotzdem eine ziemlich weite Distanz, finde ich. Und gar nicht so einfach. Aber gut. So, jetzt wird's klappen. Oh Gott. Yes, okay, wir haben's. Puh, das war aber schon ziemlich schwierig, dahin zu kommen. Gut. So, und eine letzte Sache habe ich hier sogar immer noch gefunden. Hier oben. Nämlich nochmal so ein paar Plattformen. Es kann aber sein... Okay, nee. Ich wollte gerade sagen, es kann sein, dass die mich nur da nach oben bringen, zu der Truhe, die wir schon kennen. Aber nee, hier ist auch noch ein extra Collectible. Aber ich glaube, die würden mich auch... Nee, also da hinten nach oben bringen. Da auf der Plattform haben wir uns da, glaube ich, auch eine Truhe geholt. Aber hier oben ist auch nochmal eine. Eieieiei. Jetzt ist hier nochmal eine Platforming-Challenge. Hilfe, Hilfe. Ich habe wieder meine Waffen auch gewechselt zu Zug und der Keule von Gomorra, die eigentlich ja für Movement nicht so toll sind, weil ich dachte, dass jetzt nicht mehr so viel Movement-Zeug kommen würde. Aber anscheinend doch. Aber ich krieg das schon hin. Wir haben diesmal auch ein etwas größeres Zeitlimit. Okay. Aber ist ein lustiger Parcours hier. So. Boah, perfekt! Der war wunderschön. Und dann das Ding hier noch, das ist einfach. Okay. Puh. Dann würde ich jetzt aber erstmal sagen, was ist hier für diesen Part. Ah, von Let's Play Bayonetta 3. Beim nächsten Mal würde es dann noch hier in der Wüste mit Bayonetta weitergehen. Wir müssen dann noch diesen Weg hier nach unten gehen. Da waren wir auch gerade eben schon, wo wir da von der Höhle wieder rausgespült wurden. Und da haben wir gerade schon beim nach oben laufen gesehen, da gibt es auch noch tausende Dinge. Da habe ich auch schon weitere Kämpfe, glaube ich, gesehen. Truhen habe ich tausende gesehen und andere Collectibles. Also auch beim nächsten Mal wird es noch sehr, 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 sehr viel hier zusammen geben. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.